Eine gewöhnliche Hausspinne hat 8 Augen. Wenn dich eine Spinne mit ihren 2 vorderen Augen ansieht und mit 3 weiteren Augen, welcher Bruchteil der Augen sieht dich dann an? Also hier sehen wir mal Bilder von so Hausspinnen und die sehen ganz schön gruselig aus, diese Tiere. Und sie haben 8 Augen. Hier kannst du es ganz gut sehen. Hier sind 2 Augen. Da unten sitzen nochmal 4, macht zusammen 6. Und das ist das siebte und das achte hier an der Seite. Also, sie sagen uns hier, dass eine gewöhnliche Hausspinne 8 Augen hat. 8 Stück. Und wenn dich jetzt eine Spinne mit ihren 2 vorderen Augen ansieht, dann können wir das so rechnen. Also, wir haben insgesamt 8 Augen und das ist dann immer unser Nenner. Die Gesamtheit, was wir haben, steht immer unten. Und jetzt sieht die Spinne dich mit ihren 2 vorderen Augen an. Also 2 vordere Augen. Jetzt stellen wir uns mal vor, das ist dieses Auge hier und dieses Auge. Die gucken dich an, dann sind das 2 von 8 Augen. Und jetzt guckt sie uns noch einmal mit 3 weiteren Augen an. Der Nenner bleibt aber immer gleich, also die Gesamtzahl der Augen bleibt immer gleich. Und jetzt guckt sie uns noch mit 3 weiteren Augen an. Sagen wir mal, sind diese hier. 1, 2, 3. Dann sind es nochmal 3 von 8 Augen. Und du weißt vielleicht schon, wie man Brüche addiert. Wenn die den gleichen Nenner haben, dann machen wir das, indem wir die Zähler miteinander addieren. Also haben wir hier 2 plus 3. Und das können wir dann wieder ausrechnen. Der Nenner bleibt immer gleich. Und 2 plus 3 ergibt 5. Und das können wir hier auch nachzählen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Und 5 Augen schauen uns an. Und wir haben insgesamt 8 Augen. Und es gibt dann 5 geteilt durch 8. 5 von 8. Oder du kannst auch sagen 5 Achtel.